Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, also in den vielen Pressekonferenzen. Wir beginnen mit dem Ausblick auf den internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01. Und es geht heute um die Vorstellung des Projektes Toleranztunnel. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste. Das ist zu meiner Rechten Dr. Felix Klein, er ist Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Herzlich willkommen an Sie. Dann daneben hat Platz genommen Professor Matitua Kellig, er ist Vorsitzender des Vorstands von Toleranztunnel e.V. Und dann außen hat Platz genommen Helge Lind, er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD. Herzlich willkommen an Sie und wir beginnen mit Herrn Klein. Ja, guten Morgen, lieber Herr Abgeordneter Lind, lieber Professor Kellig, lieber Matti, meine Damen und Herren. Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen, das wir heute vorstellen, den Toleranztunnel. Und es freut mich ganz besonders, dass es parteiübergreifend vom Deutschen Bundestag unterstützt wird, trotz der hohen Belastung unseres Haushalts durch die Pandemie. Denn gerade in Krisenzeiten, das wissen wir, sind Projekte, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen, umso wichtiger. Für die Vorstellung dieses Projektes haben wir den heutigen Tag bewusst gewählt. Denn übermorgen begehen wir zum 25. Mal den Holocaust-Gedenktag. Er wurde vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog proklamiert und auf den Tag der Befreiung von Auschwitz gelegt, den 27. Januar. Dieser Tag verbindet wie ein Tunnel die Vergangenheit mit der Gegenwart. Er mahnt uns, die Opfer der Shoah zu würdigen, denen damals millionenfach die Menschlichkeit abgesprochen wurde, indem wir ihrer gedenken, leben sie in unserer Erinnerung fort. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, so sein vollständiger Name, leitet gleichzeitig unser heutiges Handeln an. Alles dafür zu tun, damit sich Ähnliches nicht wiederhole. Dieser kategorische Imperativ nach Auschwitz gebietet uns Demokratinnen und Demokraten gegen alle Formen von Aufgrenzung, Ausgrenzung aufzustehen. Denn auch heute werden Menschen rassistisch und antisemitisch ausgegrenzt und angegriffen. Heute erleben wir, wie das Leid von Jüdinnen und Juden kleingeredet und die Erinnerung an die Shoah sowie die Verbrechen der Nationalsozialisten zunehmend banalisiert werden. Im Zuge der Corona-Pandemie haben etwa antisemitische Verschwörungsmythen und die Relativierung der Shoah drastisch zugenommen. Wir können daran sehen, wie anpassungsfähig das antisemitische Ressentiment ist. In immer neuen Formen tritt der alte Judenhass auf. Der Staat kann hier mit Prävention und Repression den Rahmen setzen, aber wir können unsere Demokratie nur gemeinsam verteidigen mit einer wachsamen und mutigen Zivilgesellschaft. Diese wird durch das Toleranztunnelprojekt gestärkt und gegen die verschiedenen Formen von Ausgrenzung resilienter gemacht. Der Toleranztunnel ist eine Wanderausstellung, die auf öffentlichen Plätzen aufgebaut wird und auf diese Weise direkt zu den Menschen kommt. In Fußgängerzonen, Bahnhöfen, vor Schulen, Universitäten und Betrieben. Herr Kellig wird dazu gleich noch mehr sagen. Durch die Inhalte auf seinen Wänden vermittelt der Tunnel die Notwendigkeit von Toleranz, erinnert an Völkermorde als Extrembeispiele gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und zeigt problematische gesellschaftliche Entwicklungen auf, die im schlimmsten Fall zum Genozid führen. Begleitet werden die Tunnel von Informations- und Trainingsmaterialien. Es wird die Entwicklung aufgezeigt von der einfachen, vermeintlich harmlosen Ausgrenzung im Alltag bis zum organisierten Genozid, wenn wir sie nicht aufhalten. Es wird gezeigt, dass die Einzigartigkeit der Shoah sogar den Blick dafür öffnen kann, ein kritisches Verständnis auch über andere Völkermorde zu entwickeln. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass es unserer Gesellschaft gut tut, sich dem deutschen Anteil an der Kolonisierung Afrikas und den dort begangenen Völkermorden zu stellen und das damit verbundene Leid anzuerkennen. Das Konzept der Toleranz kann uns dabei in beide Richtungen leiten. Wir müssen Andersheit tolerieren, auch wenn wir sie vielleicht nicht verstehen. Und wir müssen wissen, wofür eine wehrhafte Demokratie auch die Grenzen der Toleranz liegen.
Bei den Demonstrationen im Zuge der sogenannten Corona-Proteste wurde zum Beispiel ein Impfstoff als Endlösung der Corona-Frage bezeichnet. Manche Teilnehmer trugen gelbe Davidsterne mit der Bezeichnung ungeimpft. Das Lateinische tolerare bedeutet ertragen. Hier, meine Damen und Herren, ist für mich die Grenze dessen überschritten, was ich und auch unsere Gesellschaft ertragen kann und muss. Die Relativierung der Verfolgung und Vernichtung von Juden und anderen ausgegrenzten Nationalsozialismus müssen und dürfen wir nicht hinnehmen, ebenso wie andere antisemitische Angriffe. Das gilt genauso für rassistische, behindertenfeindliche, schwulen, lesben- und transfeindliche oder obdachlosenfeindliche Gewalt. Die Stärke einer freiheitlichen Gesellschaft misst sich daran, wie gut sie all ihre Mitglieder schützen kann, besonders die Schwächsten. Deshalb gilt Karl Poppers Bestimmung der Grenzen von Toleranz als Leitsatz für unsere wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes. Ich zitiere: Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Zitat Ende. Angegriffen werden heute nicht nur Andersgläubige und Minderheiten, sondern auch politische Gegner und die grundlegenden Errungenschaften unserer Demokratien. Die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleichwertigkeit von Lebensentwürfen und das Verbot von Diskriminierung. Zu diesen Errungenschaften gehört auch eine lebendige und ehrliche Erinnerung an unsere Geschichte. Meine Damen und Herren, wir können die Zukunft nur gestalten, wenn wir sie als Ergebnis der Vergangenheit verstehen und diese oft schmerzhafte Vergangenheit klaren Blickes ansehen und aktiv im Gedächtnis halten. Dazu gehört der Versuch zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Die Toleranztunnel helfen uns dabei, wenn wir bereit sind, sie zu begehen und zu entdecken. Tunnel in die Vergangenheit und in die Zukunft hängt dabei nicht von Gedenktagen ab, sondern von der Bereitschaft, uns mit unserer Geschichte zu verbinden. Erst so schaffen wir auch eine gemeinsame, solidarische Zukunft. Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass die Erinnerungskultur ein konstitutiver Bestandteil der wehrhaften Demokratie ist. Und hierzu leisten wir mit dem Toleranztunnel einen Beitrag. Ich danke Ihnen. Dankeschön, Herr Kelt. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute das Projekt Toleranztunnel Ihnen und somit auch der Öffentlichkeit vorstellen darf. Mein Name ist Matthias Kellig. Ich bin emeritierter Klavierprofessor an der Hochschule für Musik Detmold, Vorsitzender der jüdischen Gemeindeherr von Detmold und seit einigen Monaten eben Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Toleranztunnel. Zusammen mit meinen Vorstandskollegen Dr. Martin Anduschus und Dr. Jarek Kaczynski sowie weiteren Freunden haben wir das Projekt Toleranztunnel erarbeitet. Der Beauftragte der Bundesregierung für dieses Leben und Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, hat freundlicher und dankenswerterweise die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen. Zu meiner Rechten, der Bundestagsabgeordnete Helge Lind hat uns mit großem Engagement den Weg in den Deutschen Bundestag eröffnet. Nachdem wir im Mai des letzten Jahres eine erste Version unserer Website ins Netz gestellt hatten und zunächst einmal um ideelle Unterstützung gebeten hatten, kam in schneller Folge eine sehr große Anzahl von ideellen Unterstützern und Unterstützerinnen aus Politik, Wissenschaft, Kunst und der sogenannten Zivilgesellschaft zusammen. Dieser Umstand hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Projekt nun verwirklicht werden kann. Auch sind an der Planung und Realisierung die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIGA, und die Universität Bielefeld beteiligt. Der Deutsche Bundestag hat im Dezember eine Förderung der Toleranztunnel mit 6,25 Millionen Euro für die nächsten 2 Jahre beschlossen. Die direkte Förderung durch das Parlament, das die deutsche Gesellschaft repräsentiert, ist eine besondere und außergewöhnliche Würdigung für das Projekt und alle Unterstützenden. Ich freue mich nun, Ihnen das Projekt und seine Intention etwas näher vorstellen zu dürfen.
Lassen Sie mich mit einem Zitat von Simon Wiesenthal beginnen. Damit das Böse gedeiht, braucht es nur gute Menschen, die nichts unternehmen. Wir mussten im Laufe der letzten Jahre feststellen, dass Intoleranz, Hetze und Hass, Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft zunehmen. Die Aufstellung Toleranz propagiert Respekt, Toleranz, Zivilcourage und Mitmenschlichkeit als Gegenmittel. Begleitende Informations- und Trainingsmaterialien werden für Schulen, Unternehmen und Institutionen am jeweiligen Ausstellungsort zur Verfügung gestellt und intensivieren so den durch die Tunnel erzeugten Impuls. Das Konzept wurde in Mexiko entwickelt und dort mit einer Förderung des Auswärtigen Amtes erfolgreich realisiert. Anhand konkreter historischer Beispiele führt deutlich der Toleranztunnel, dass Intoleranz und hasserfüllte Sprache zu Diskriminierung und Gewalt gegen Minderheiten führen. Eine Entwicklung, an deren Ende schlimmstenfalls ein Genozid stehen kann. Die Besucher und Besucherinnen lernen, Völkermorde dürfen nicht abgetan werden als isolierte Phänomene ihrer Zeit. Wer vermeintlich neutral bleiben und sich raushalten möchte, hilft in Wahrheit radikalen Minderheiten, ihre hasserfüllten Ideologien unwidersprochen zu verbreiten. Die Toleranzzonen werden auffällig und einladend gestaltet. Sie werden Bilder, Texte und interaktive Elemente enthalten. Ihr Besuch, das ist ganz besonders wichtig, soll ein niederschwelliges Angebot sein. Die Toleranzzonen werden aus 4 Wänden bestehen. Der Holocaust-Wand. Hier werden der Holocaust und die Verbrechen des Nationalsozialismus thematisiert. Die Wand der anderen Völkermorde. Diese thematisiert die anderen von der UN als solche klassifizierten Völkermorde. Die Wand Vorurteile und Diskriminierung. Hier werden grundsätzliche Informationen zu Vorurteilen, Diskriminierung und der Entwicklung von Gewalt vermittelt. Die Toleranzwand. Hier erfährt man die Bedeutung von gegenseitigem Respekt, Engagement, Zivilcourage und wie wichtig es ist, seine Stimme gegen Respektlosigkeit und Intoleranz zu erheben. Meine Damen und Herren, um dieses Projekt der Toleranztunnel einer großen Resonanz zuführen zu können, brauchen wir auch Ihre Hilfe. Wir möchten Sie herzlich bitten, uns dabei zu unterstützen, die Toleranztunnel publik zu machen. Denn das Projekt soll ein Projekt der Gesellschaft für die Gesellschaft sein. Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate führen uns vor Augen, wie wichtig und unerlässlich politische und gesellschaftliche Bildung sind, um im Sinne von Aufklärung Menschen zur Reflexion zu bringen. Gerade im Alltag sind wir alle dazu aufgefordert, uns mit Toleranz auseinanderzusetzen. Toleranz ist für eine Gesellschaft des 21. Jahrhunderts kein frivoles Gutmenschentum. Sie ist zivilisatorisches Grundrüstzeug. Ganz persönlich möchte ich zum Abschluss noch ein Zitat von David Ben-Gurion hinzufügen, das er bei der Staatsgründung des Staates Israel sagte und das auch mein Lebensmotto ist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Herzlichen Dank. Dann als Letzter an der Runde Herr Lind. Vielen Dank. Kann ich nahtlos anknüpfen als an Wunder glaubender Realist und versuche, wir haben hier so ungefähr 5 Minuten, in 5 Punkten zu verdeutlichen, warum auch mir sozusagen als parlamentarischer Pate im positiven Sinne und uns als Parlament es sehr wichtig war, dieses Projekt auch zu ermöglichen, denn es ist letztlich eine parlamentarische Entscheidung gewesen,
dass eine entsprechende Etatisierung auch erfolgt ist im Bundeshaushalt. Ein Punkt ist, denke ich, noch mal ganz kurz zu beleuchten, an was wir erinnern mit dem 27. Januar. Der zweite Punkt ist die Frage, wie Kampf gegen das Unrecht, Humanität und Pragmatismus zusammengedacht werden müssen. Der dritte Punkt ist, wie das auch aus der Sicht des Parlaments, denn wir müssen auch hinterfragen, wie wir Erinnerungskultur und politische Bildung praktizieren, wie wir das entsprechend auch zeitgemäß machen. Das vierte ist der Punkt der Toleranz und die Zeit, in der wir uns bewegen, eine Zeit, in der, ich weiß, wovon ich spreche, Bedrohung, Morddrohung, Beschimpfung, Gewalt nicht die Ausnahme sind, sondern in manchen Zusammenhängen, auch digitalen Zusammenhängen, leider schon fast die Regel. Und der fünfte Punkt ist die aus meiner und unserer Sicht überzeugende Idee des Ganzen, des Toleranztunnels, nämlich auf Irritation zu setzen, aber gerade nicht auf Angst, sondern gegen die Angst zu arbeiten. Punkt 1, Dr. Klein erwähnte das, wenn wir an die Shoah denken, Auschwitz, aber eben nicht nur, erinnert mich das, und das kennen sicher viele, an die Werke von Browning, Goldhagen und andere, die daran erinnert haben und deutlich gemacht haben, rekonstruiert haben, wie viele Deutsche, zum Beispiel Ordnungspolizisten auf dem Land, massenhaft, zum Teil händisch, jüdische Juden, nicht nur industriell, sondern buchstäblich face-to-face ermordet haben. Und eine Frage, die Goldhagen, den man in mancher Hinsicht wissenschaftlich kritisieren kann, aufwarf, die ich für wichtig halte, auch für das Toleranztunnel-Projekt, ist es, wie kann es sein, die Menschen, die gar nicht durchideologisiert waren, trotzdem irgendwie es sinnhaft fanden, man muss sich das vorstellen, Menschen massenhaft zu ermorden. Was da geschehen ist, dass es so weit kommen sollte. Und genau da setzt der Toleranztunnel an, nämlich inmitten der Gesellschaft und nicht nur bei einzelnen Extremisten. Punkt 2, Kampf gegen das Unrecht. Ja, Toleranztunnel macht deutlich, dass aus Intoleranz am Ende womöglich Genozid erwächst, und das wird auch dokumentiert auf den Genozidseiten, insbesondere die Shoah, und das erfolgt eben auch nicht nur durch Einzelne, sondern durch systematisches Agieren auch von Unrechtsstaaten. Deshalb ist es das Ziel, dann auch an Humanität und Werte wie Toleranz, Respekt zu erinnern, aber das auch pragmatisch. Und das heißt so, dass es funktionieren kann, dass der Anspruch ist, nicht nur zu erinnern, sondern auch zu gucken, welche Folgen hat das Erinnern und ist es wirkungsvoll. Da komme ich zu meinem dritten Punkt, als jemand, der aus dem Wahlkreis kommt, der alle Brüche durch Migration, durch Strukturwandel, durch Armut hat, es reicht heutzutage nicht mehr, Menschen aufzufordern, in Museen zu gehen oder zu Gedächtnisorten, sondern die Gedächtnisorte und das Innern muss zu den Menschen kommen. Und genau das ist das zutiefst zeitgenössische des Ganzen, denn diese Toleranztunnel, die kommen buchstäblich, übrigens passt das dann durchaus auch Corona-konform, gut belüftet alles, dann also auf Open Air. Sie kommen in die Fußgängerzonen, auf Gelände von Unternehmen, in Institutionen, auf Schulhöfe, wie auch immer. Das ist äußerst flexibel und es ist im besten Sinne aufsuchen. Was wir bei Sozialarbeit schon längst können, ist dann umgesetzt als Form der Erinnerungsarbeit. Und das ist, da komme ich zu meinem vierten Punkt, höchst zeitgemäß, in einer Umgebung, in der viele aus unterschiedlichen Zusammenhängen Intoleranz erfahren. Antisemitismus, aber auch Muslimfeindlichkeit, antimuslimischen Rassismus, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und so weiter. Aber viele sind in ihren Welten gefangen und erleben ihre Diskriminierungserfahrungen und der Toleranztunnel greift das zusammen auf und konfrontiert Menschen damit in ihrem Alltagsleben. Sie müssen nicht eine Bildungsveranstaltung besuchen, es ist nicht voraussetzungsvoll, es ist nicht, und ich weiß, wovon ich rede, wie viele parteipolitische und andere Veranstaltungen, eine Versammlung der üblichen Verdächtigen, sondern gerade die nicht üblichen Verdächtigen stellen sich dem, müssen sich dem stellen und können sich dem ohne einen Gestus des Vorwurfs stellen, sondern, und dann komme ich zu meinem letzten Punkt, durch Irritation, aber eben nicht Angst. Dieser Toleranztunnel, das Projekt will nicht mahnen, indem es einfach nur den Zeigefinger setzt oder einfach nur Angst macht oder umgekehrt Angst instrumentalisiert, sondern weil das Projekt gerade gegen die Instrumentalisierung von Angst
arbeitet. Und Angst ist leider der größte Komplize von Antisemitismus, von Rassismus. Darüber funktioniert das. Und im Parlament erlebe ich auch, wie der Rechtspopulismus als Geschäftsmodell die Instrumentalisierung von Angst versucht. Toleranztunnel steht gegen die Angst, aber setzt auf Irritation, auch mit dem Begriff der Toleranz, der durchaus ein strittiger ist. Es wird manchmal so diskutiert über Toleranz und Akzeptanz, aber das ist ein umfassender Begriff von Toleranz, wie wir ihn kennen bei Toleranzedikten und anderen, und er lädt ein zur Debatte und er irritiert im Alltag. Und das ist, denke ich, die zeitgenössischste Form, politisch zu bilden und aufzuklären und Handlungen anzuregen. Und weil das Ganze auch noch wissenschaftlich permanent evaluiert werden wird, sind wir stolz darauf und bin ich stolz darauf, als Parlamentarier das unterstützen zu dürfen. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Frau Buschow, der ist. Danke, Corinna Buschow, EPD. Ich habe eine Frage wahrscheinlich an Herrn Kellig am Sitz. Verstehen Sie mich so mit der Maske? Geht das? Ja, schwierig. Wenn Sie ganz laut reden, habe ich große Ohren. Ich versuche ganz deutlich zu sprechen. Es ist vor allen Dingen eine praktische Nachfrage. Wie viele Exemplare dieser Sonderausstellung gibt es und wann werden die auch wo aufgestellt? Vor allen Dingen Großstädte oder auch Kleinstädte. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ja, und die natürlich. Die zweite Frage geht an Herrn Klein. Sie haben nochmal auf die Corona-Demos Bezug genommen. Für Sie war da eine Grenze dessen erreicht, so haben Sie es formuliert, was Sie und die Gesellschaft ertragen sollten. Sie hatten auch eine strafrechtliche Verfolgung des Zeigens der Judensterne mit dem Zusatz ungeimpft gefordert. Wie ist denn Ihre Bilanz jetzt so nach wenigen Monaten nach den Demos? Haben Sie einen Überblick, wie viel verfolgt wurde und sind Sie da zufrieden mit dem Vorgehen von Justiz und Strafvermittlungsbehörden? Mache ich zuerst. Ja, vielen Dank für die Frage. Kann ich das eben näher erläutern, in wenigen Worten. Wir haben geplant, 10 Tunnel durch die Bundesrepublik zu schicken. Wir stehen jetzt gerade am Anfang, nachdem das Geld ja vom Bundestag genehmigt wurde, die Förderung. Und das wird ja über das BMI dann abgewickelt. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und jetzt muss einfach die Bürokratie ganz schnell sozusagen in die Hufe kommen, damit wir anfangen können zu arbeiten. Wir haben vor, im September den ersten Tunnel in Detmold aufzustellen. Einfach deswegen, weil ich zwar kein Detmolder bin, aber 30 Jahre an dieser Hochschule gelehrt habe und mein Freund Martin Anderschuss eben Detmolder ist und es hat sich dann so ergeben, als sinnvoll gezeigt. Und es braucht natürlich jetzt Zeit, um die ganze wissenschaftliche Begleitung zu entwickeln. Wir werden viele Stellen besetzen müssen. Aber wir haben das ehrgeizige Ziel, im September zur Zeit der Bundestagswahl den ersten Tunnel aufstellen zu können. Und dann, über die 5 Jahre ist eigentlich das Konzept geplant, 10 Tunnel in Kleinstädten, in Großstädten. Wir müssen dann mit dem Städte- und Gemeindetag zusammenarbeiten. Wo ist es sinnvoll? Wir brauchen da auch die Rückmeldung. Also wir brauchen die Zusammenarbeit der Institutionen, der Gesellschaft. Wo ist es sinnvoll, unter welchen Aspekten wir die Tunnel dann aufstellen? Ja, zu Ihrer zweiten Frage ist es einmal so, dass es gibt ja zwei rechtliche Aspekte, einmal die ordnungsrechtliche und der strafrechtliche Aspekt. Was den ordnungsrechtlichen Aspekt angeht, bin ich sehr zufrieden. Städte und Gemeinden, in denen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung stattfinden, sind zunehmend dabei, bei den Auflagen, die vor den Demonstrationen an die Veranstalter ergehen, auch explizit aufzunehmen, dass der Davidstern mit Holocaust-relativierenden Äußerungen wie ungeimpft nicht verwendet werden dürfen. Und sobald dann ein solcher Stern auf einer Demonstration verwendet wird, hat die Polizei sofort Handhabe, das einzuziehen oder tätig zu werden. Und das läuft aus meiner Sicht sehr gut. Die Stadt München hat, war eine der ersten Gemeinden, die das ausformuliert haben. Und soweit ich das beobachten kann, haben diese Auflagen auch Bestand vor dem Verwaltungsgericht. Und ich selbst werde übrigens demnächst vor dem Deutschen Städtetag einmal vortragen, um auch nochmal Hinweise zu geben, wie das alle Städte Gemeinden machen können. Was die strafrechtliche Verfolgung angeht, haben wir leider zwar keinen Überblick. Ich weiß aber, dass durchaus Anzeigen erstattet werden wegen Holocaust-Relativierung. Also nach § 130 StGB Volksverhetzung. Und es wird punktuell auch ermittelt.
es könnte mehr sein nach meinem Dafürhalten. Also auch da halte ich es für sehr wichtig, noch einmal auch von hier aus, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte Antisemitismus erkennen, denn Holocaustleugnung und Relativierung, wie er da zum Ausdruck kommt, ist es, wenn man einen Judenstern sich anheftet mit dem Thema, mit der Aufschrift ungeimpft. Also da könnte es noch mehr sein, da werden wir auch noch Fortbildungsangebote der Deutschen Richterakademie entwickeln, um auch da die Staatsanwälte und Richter mehr zu sensibilisieren, auch im Kreis der meiner Bund-Länder-Kommission, der Beauftragten für Antisemitismus, da werden wir auch noch Empfehlungen aussprechen. Andreas Reuter vom ARD Hörfunk hatte auch die Frage gestellt, wann und wo geht es los, wie viele Tunnel werden auf die Reise geschickt, aber das haben Sie erschöpfend beantwortet. Gibt es weitere Fragen, Frau Kollegin? Kerstin Panzer, ARD Hauptstadtstudio Fernsehen. Herr Professor Kellig, vielleicht die Frage an Sie. Sie hatten gesagt, das Konzept ist in Mexiko entwickelt worden. Können Sie das nochmal erklären, weil das ist ja irgendwie relativ ungewöhnlich, dass dieses Projekt, was die deutsche Geschichte beinhaltet, in Mexiko entwickelt wird. Ja. Auch vielen Dank für die Frage. Also ganz kurz auch hier den Hintergrund. Ich hatte vor 2 Jahren eine Konzertreise gemacht in Zentralamerika, eben auch in Mexiko und USA, und hatte dann auf Einladung der Deutschen Botschaft ein Konzert im Toleranzmuseum, so heißt es offiziell, nennen die Mexikaner das Toleranzmuseum, gegeben. Ein unglaublich eindrucksvolles Museum, mitten in der Stadt. Also auch pädagogisch, didaktisch, ganz, ganz, ganz grandios aufgemacht. Und nach dem Konzert kam ins Gespräch und da hat sich herausgestellt, dass auch ein mobiles Toleranzmuseum, wie die Mexikaner das nennen, existiert. Also das, was wir dann sozusagen dann auch machen, die Toleranztunnel und die Toleranzwände. Und da wurde mich die Frage gestellt, ja, kann man sowas eigentlich auch in Deutschland machen? Und dann habe ich ein bisschen lang drüber nachgedacht, dann denke ich, ja, das ist ein großes Projekt, und habe dann durch Zufall mit Freunden näher dran gearbeitet und deswegen ständig in Kontakt mit unseren mexikanischen Freunden. Wir sind Kooperationspartner. Und jetzt machen wir diese wirklich grandiose Idee, dürfen wir jetzt eben in Deutschland machen. Und wissen Sie, es arbeitet so in einem, wenn man in diesem Land hier lebt, und ich bin hier auch geboren als Jude, als Deutscher, bin deutscher Staatsbürger. Ich mache das ja nicht, weil ich Jude bin. Ich versuche das immer deutlich zu machen, sondern das ist mein Land auch. Mein Verhältnis zu Israel oder ob ich einen israelischen Pass habe, alles das spielt keine Rolle. Und dieser bilaterale Aspekt Mexiko-Deutschland, eben auch vom Auswärtigen Amt schon gefördert wird, das ist mir auch sehr wichtig. Wir können uns ja nicht nur hier zentrieren, sondern haben natürlich die Vision, die Idee, das global, europaweit, wie auch immer, auch zu initiieren. Denn wir haben nur eine Chance, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander umgehen. Und das geht auch über das Visuelle. Und die Toleranztunnel sind nicht ein Museum, wo ein Schild geht, 500 Meter rechts, 200 Meter links, dann sind sie im Museum. Die werden auf Marktplätzen aufgestellt, wo Menschen vorbeigehen, die bleiben stehen oder auch nicht. Aber sie werden angesprochen auf irgendeine Art und Weise. Wie Herr Linde schon sagte, mit der Irritation auch. Und das ist auch eine Hoffnung, die ich wirklich habe für diese Gesellschaft, auch im Zusammenhang mit Corona. Denn das Auseinandertreffen der Gesellschaft in Corona-Zeiten und vor allem nach Corona-Zeiten, wenn ich das so nennen darf, wird auf uns zukommen. Und da sind wir alle aufgefordert. Klein. Ich möchte noch kurz ergänzen, das Projekt, als es in Mexiko lief, habe ich, als ich noch im Auswärtigen Amt war, als Sonderbeauftragter für Beziehungen für jüdische Organisationen, auch mit gefördert aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes. Und als Herr Kellig dann kam zu mir in meiner jetzigen Funktion und sagte, wollen wir das nicht auch für Deutschland machen, war ich sofort dabei, weil ich auch gesehen habe, welche Erfolge sein Projekt hat. Denn in Mexiko sind wirklich mehrere hunderttausend Menschen erreicht worden pro Ort. Und ich stelle mir wirklich vor, dass wir hier auch in Deutschland, wenn wir mehrere Tunnel haben, also wirklich zweistellige Millionenzahlen haben werden von Menschen, die wir erreichen mit dem Projekt. Und das ist halt sehr, sehr universell und natürlich hat die mexikanische Ausstellung
dortige Bezüge, was Ausgrenzung und also von Indios zum Beispiel angeht. Und wir haben das natürlich jetzt vorbereitet für Deutschland, aber es ist ein universelles Konzept und wirklich überzeugend. Zusatz? Ja, ich habe noch zwei Fragen, wenn ich darf, an Herrn Lind. Wie war denn, ich habe es nicht komplett verfolgt, die parlamentarische Diskussion dazu? Sie sprachen, glaube ich, von 6,2 Millionen Euro. Gab es auch die Situation, dass es da Kontroversen gab, dass im Parlament vielleicht die eine oder andere Partei da dagegen war? Und an Herrn Dr. Klein noch die Frage, gibt es schon ein Konzept, diese Tunnel zu beschützen, oder glauben Sie, dass das nicht notwendig ist? Ich kann auch was zum Zweiten schon vorsagen, aber Herr Klein wird das dann noch weiter präzisieren können. Aber im Übrigen, Sicherheit und Schutz ist ja im Konzept auch schon drin, weil das mitgedacht werden muss, also Kamera und Ähnliches. Aber jetzt zum Ersten, mir ging es ja auch so, als ich das erste Mal davon hörte, war ich automatisch überzeugt. Also die Frage stellte sich gar nicht, nicht überzeugt zu sein, gerade auch aufgrund des Konzeptes und aufgrund dieses einfachen wie stupend überzeugenden Gedanken, mitten in die Städte, in die Fußgängerzonen zu gehen. Die Überlegung war dann aber eben auch, das nicht irgendwie so nebenbei in den Haushalt reinzufrickeln, was ja gelegentlich auch passiert. Viele Projekte werden ja nicht weitergehend vorgestellt, und manchmal wundert man sich dann am Ende, wenn man in den Haushalt guckt, was da beschlossen wurde im Einzelfall. Hier aber habe ich auch bewusst den Weg, und haben wir zusammen den Weg gewählt, dass auch für die Parlamentarier vorzustellen. Also wir haben nicht nur durch Korrespondenz, sondern auch in Form einer Auftaktveranstaltung Parlamentarierinnen und Parlamentarier eingeladen, das kennenzulernen, das Projekt. Und da war eine überragende Zustimmung, die dann auch also praktisch keinen Widerspruch gefunden hat. Eine Fraktion wird nicht der größte Fan des Projektes sein, das brauche ich wahrscheinlich nicht ausführlich zu erläutern, aber es war wirklich, was man auch an die, wenn man sich die Unterstützerreihen anguckt, so finden sich da Unterschriften aus allen demokratischen Parteien des Deutschen Bundestages. Es war ein ganz klares positives Votum, das sich dann am Ende auch in einem sehr deutlichen Beschluss des Haushaltsausschusses und auch entsprechend dann mit der Verabschiedung des Haushalts ergeben hat. Das heißt, man kann wirklich buchstäblich sagen, das ist ein bewusstes parlamentarisches Votum, das da erfolgt ist für dieses Projekt. Und man muss ja auch gucken, die Arbeit ist ja noch nicht zu Ende. Das ist jetzt mit dem Haushaltsbeschluss 6,25 Millionen so ein Start, Anschubfinanzierung. Aber wir werden sicher, wenn wir es immer größer machen wollen, dann auch noch weiter daran arbeiten müssen, noch weitere Finanzierung und Unterstützung zu entwickeln, damit es etwas auf Dauer werden kann und auch von dem Maßstab, den wir uns vorstellen, weil es ja dann bedeutet, dass dann auch Paralleltunnel durch die Republik und am Ende vielleicht auch noch jenseits der Grenzen Deutschlands sich bewegen können. Und das ist auch entsprechend natürlich finanziell ein nicht unerheblicher Aufwand. Ja, so ein Sicherheitskonzept, das Herr Lind hatte schon angesprochen, es gibt der Aspekt Sicherheit ist mitbedacht. Es wird Videoüberwachungspylonen geben für diese Ausstellungen, wobei sich die Kameras dann aktivieren selbstständig per Bewegungssensor. Also wenn jemand sozusagen in einen abgesperrten Bereich dann kommt, also nachts vor allem natürlich, tagsüber ist ja kein Problem, nehme ich an, aber nachts dann wird das ausgelöst. Wir müssen dann natürlich auch noch, Sicherheitspersonal wird rekrutiert, die können dann im Zweifel die Polizei alarmieren. Es ist vielleicht vergleichbar mit den Sicherheitssystemen, wie sie auf Weihnachtsmärkten oder bei Baustellen existieren. So ist das gedacht, und leider ist es notwendig, das leider vorzusehen, denn wir sehen ja auch bei großen Fotoausstellungen von Holocaust-Überlebenden, dass sie wie letztes Jahr in Wien zerstört werden auf öffentlichen Plätzen. Also es ist leider nötig. Wenn man vielleicht noch ergänzen kann, neben diesem faktischen Sicherheitsaspekt, der dringend notwendig ist, also dass dann auch natürlich dann, das wissen wir ja leider, dass auch, wir wissen es bei jüdischen Einrichtungen zum Teil, dass die permanent polizeilich überwacht werden soll. Ich kenne das aus meinem Büro, das heißt, da braucht man auch keine Illusionen sich zu machen. Man braucht dann auch die Ordnungspartnerschaften vor Ort, Ordnungsamt und auch örtliche Polizei. Aber eine Form von informeller Sicherheit ist, glaube ich, auch, um das nochmal zu akzentuieren, dass immer lokal örtliche Partnerschaften stattfinden sollen. Das heißt, es gibt zwar ein generelles Infomaterial, das aufgearbeitet wird, auch wissenschaftliche Arbeit evaluiert,
aber das immer mit lokalen Bündnissen. Das heißt Einrichtungen, Gedenkstätten, Schulen, Unternehmen vor Ort, die dann auch ehrenamtliche Stellen, die dann so eine Art Lotsen bieten für das Ganze. Und diese Einbettung in die jeweils lokale Gesellschaft ist auch sowas wie ein Kokon. Das heißt, die Stadt, Kleinstadt, Großstadt, Dorf, wie auch immer, verbündet sich dann auch mit den Toleranzstunden. Und das ist auch eine Form eines informellen Schutzes. Darf ich noch bitte was dazu sagen zu der Sicherheitsfrage, die uns natürlich alle umtreibt, Politiker, Herr Klein, mich. Das ist auch immer eine ganz persönliche Wahrnehmung, die wir da haben. Wie gehen wir selber damit um? Wenn ich Angst habe, dann kann ich mich zwar verkriechen, aber ich kann ja nicht verschwinden. Und meine gesellschaftspolitische Intention ist, die Angst zum Anlass zu nehmen, auch als Schutzfaktor, aber zum Anlass zu nehmen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich nehme das ganz bewusst in Kauf, um das so einfach mit einfachen Worten zu sagen. Ich bin ganz, ganz stark im Fokus der Rechten, den Anschlägen Halle und Hanau und die Zeit davor war ich unter wirklich sehr verantwortungsvoller Bewachung, in einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort, auch Synagoge natürlich. Und ich wurde oft gefragt, warum machst du das? Wenn du dich so aus dem Fenster hängst, dann brauchst du dich nicht wundern, was passiert. Aber das ist ja gerade mein Ansatz, mit den Freunden zusammen dieses Projekt zu machen, dass wir uns äußern müssen, den Aufforderungen zur Zivilcourage. Die ist mir ganz, ganz besonders wichtig. Und damit kommt eben auch die Frage der Aufklärung. Wie gehen Menschen mit um, wenn jemand Zivilcourage hat? Also es ist ein ganz kompaktes, ganz kompakte Fragestellung, wie Gesellschaft mit sich selbst umgeht. Danke, Herr Thibault. Pascal Thibault, Radio France International. Ich habe eine Frage zu der Beseitigung der gesetzgeberischen Reste sozusagen des Dritten Reiches. Herr Klein, Sie wurden vor kurzem in einer Meldung zitiert mit dem mit der Hoffnung sozusagen, man könnte das noch bis Ende der Legislaturperiode schaffen. Ist diese Hoffnung begründet? Haben Sie da schon konkrete Informationen? Und vielleicht kann Herr Lindt vielleicht als Vertreter des Bundestages uns sagen, wie weit dieses Anliegen gediegen ist und ob die Hoffnung von Herrn Klein sich erfüllen kann. Ja, zunächst einmal, es gibt nach meiner Kenntnis 28 Gesetze, die heute noch in Kraft sind, die zwischen 1933 und 1945 auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes erlassen wurden, also ohne Parlament. Da steht einfach nur, die Reichsregierung hat folgendes Gesetz beschlossen und verkündet. Und dann kommt eben, also 28 Gesetze, und das, wie ich finde, schwierigste Gesetz, das heute noch in Kraft ist, ist das Namensänderungsgesetz aus dem Jahre 1938. Das zwang nämlich Juden, zweite Vornamen zu führen, soweit sie nicht in einer Liste auftauchten, die ganz eindeutig jüdisch sind. Und da mussten also jüdische Männer den zweiten Vornamen Israel und die jüdischen Frauen und Mädchen den Vornamen Sarah führen als zweiten. Also ein Gesetz, das ganz klar antisemitisch motiviert war und bei der Ausgrenzung von Juden eine besondere Rolle hat. Dieses Gesetz ist noch in Kraft, natürlich diese Vorschrift nicht mehr, was die zweiten Vornamen angeht, aber diese antisemitische Motivation schwingt ja noch mit. Und bei diesem Gesetz habe ich gute Informationen, dass das gelingen wird, das noch in dieser Legislaturperiode neu zu erlassen als Bundesgesetz. Also gar nicht die inhaltlichen Vorschriften interessieren mich nicht, sondern natürlich nur sozusagen diese Form. Dazu ist eine Formulierungshilfe des Bundesinnenministeriums an den Bundestag gegangen vor kurzem. Und also da habe ich Informationen, dass das noch klappt. Bei den anderen Gesetzen kann ich nicht mehr dazu sagen. Es wäre aus meiner Sicht eigentlich das Praktischste, wenn wir ein sogenanntes Artikelgesetz vom Bundestag verabschieden lassen könnten, wo alle, sozusagen automatisch alle diese Gesetze verändert werden. Da höre ich aber von den Experten, das sei sehr schwierig juristisch, und natürlich arbeite ich daran, aber da kann ich noch nichts dazu sagen. Wenn das nicht möglich ist, stelle ich mir vor, dass wir dann Gesetz für Gesetz
sozusagen uns vornehmen. Das hätte auch den Vorteil, diese zweite Strategie, dass wir sozusagen den jeweiligen Bereich noch einmal durchleuchten können. Zum Beispiel ist das Heilpraktikergesetz, das heute noch gültig ist, aus dem Jahre 1939. Und sozusagen diese Konnotationen, die die Nazis damit verbunden haben, könnte man vielleicht im Kreise der Heilpraktiker dann auch nochmal diskutieren, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium und der interessierten Öffentlichkeit. Also das hätte auch sozusagen Potenzial, was die Aufarbeitung der Geschichte angeht, jeweils. Also das wäre der Vorteil dieser einzelnen Schritte. Es fügt sich in dem Fall gut, dass vor Ihnen der zuständige Berichterstatter im Innenausschuss für den Block namens Änderungsgesetz sitzt. Insofern kann und muss ich da nahtlos anschließen. Das heißt, das große Ziel wäre natürlich, alles auf einmal zu machen. Ich halte das aber für unrealistisch, wie sie jetzt zeigt, auch aus sozusagen technischen Gründen. Gab dann auch Überlegungen, sowas wie die Namensänderung, wurde ja eben skizziert mit dem sichtbarsten Punkt dieser Benennung damals Sarah Israel und dem anderen. Es muss ja restlos, das sind ja in verschiedenen Paragraphen und Absätzen, Sätzen müssen ja dann entsprechend gestrichen werden und dann neue Formulierungen eingesetzt werden, das im sogenannten Omnibusverfahren mit anderen Verfahren zu machen. Da habe ich aber selbst als Berichterstatter bewusst dafür optiert und so wird es auch Stand heute kommen, dass das eine gesonderte eigene Gesetzgebung sein wird. Das hieß aber in der Konsequenz, dass wir dann, was auf keinen Fall sein soll, nicht bei irgendwelchen Gesetzen diese Änderungen dazu packen, einfach auch um das sichtbar zu machen, aber wahrscheinlich auch nicht der Weg dieses einen großen Artikelgesetzes ist, sondern dass wir sukzessive in eigenen Gesetzgebungsverfahren die ganzen Residuen des NS-Unrechts und der NS-Unrechtssprache, oft ist es ja so, dass zwar nicht mehr dieses materiell das in Kraft ist, aber eben noch die sprachliche Formulierung, dass wir die wegräumen. Und beim Namensänderungsgesetz kann ich schon sagen, dass das jetzt unmittelbar vorm Start des parlamentarischen Verfahrens und Eingang ins Plenum und in den Ausschuss steht. Zusatz? Ja. Wie erklären Sie sich, dass es mehr als 75 Jahre gedauert hat, bis man zu diesen Änderungen kommt, oder dass man darüber nachdenken haben bestimmt schon einige, aber dass es möglicherweise jetzt konkret wird? Ich denke, da gibt es verschiedene Erklärungen. Zum einen muss man sich deutlich machen, dass ja, und das passt dann auch zum Toleranztunnel ja sehr gut, dass mit dem Ende des Nationalsozialismus der Nationalsozialismus nicht als sozusagen kulturelle Verwerfung beendet war, sondern nur der Unrechtsstaat zu Ende war. Das heißt, wir haben ja, wenn man sich das anguckt, auch noch eine Fortdauer gehabt von personellen Strukturen. Das ist ja nicht unbekannt, Stichwort Globke, aber auch wenn man sich den Justizapparat anguckt. Es ist ja Teil des Maßnahmenpaketes des Kabinettsausschusses gegen Rassismus und Rechtsextremismus, dass zum Beispiel im Bereich Justiz auch nochmal umfassend gebildet werden muss, weil erkannt wurde, dass die gesamte Aufarbeitung auch der Justiz, auch der Verflechtung, personelle Verflechtung, sprachliche Verflechtung, habituelle Verflechtung, dass das bis zum heutigen Tage noch nicht vollständig gelungen ist. Und man kann das in anderen Bereichen, bei Unternehmensgeschichten und in vielen anderen, bei Satzungen von Vereinen nachvollziehen. Das heißt, das ist zum einen die Fortdauer, dass eben kein ganz harter Bruch erfolgte, sondern die Bundesrepublik auch gewachsen ist auf den Resten des Nationalsozialismus, auch bis hin zum Sprachlichen, dass dann auch kein besonderer Wille oft vorhanden war. Das heißt, man hat sich davon distanziert, aber die Distanzierung reichte nicht so weit, dass man dann rückhaltlos und schonungslos alles sozusagen in dem Sinne entfernt, gefährlicher Begriff, aber gelöscht und getilgt hat, was noch erinnert an den Nationalsozialismus. Aber insofern ist das noch in den Gesetzen stand, muss man leider sagen, auch Spiegel, dass die Gesellschaft eben noch nicht diesen Zustand überwunden hatte. Insofern ist es leider authentisch. Und ein weiterer Punkt ist mit Sicherheit auch gewisse, naja, nicht Schludrigkeit, aber auch fehlende Sensibilität. Man hat eben eine Fülle und eine Masse ja geradezu von Prägung noch, ob es in Gesetzestexten ist, ob es in einzelnen Satzungen ist, ob es im städtischen Raum ist, in Gebäuden. Also es ist eine ganze
ein riesiger Umfang und man hat immer teilweise hingeschaut, aber teilweise auch nicht. Und es brauchte dann Initiativen, Vereine und andere, die darauf aufmerksam machen. Ich denke, es ist ein Bündel von Faktoren, der dazu beigetragen hat. Trotzdem ist es ein Grund, und das sollte man auch deutlich sagen, es ist schon mehr als beschämend, dass wir so lange gebraucht haben, bis es jetzt zu diesen Gesetzesänderungen kommt. Und das ist, also das ist ein Grund für uns auch, mit Demut zu agieren und nicht stolz zu sagen, dass wir das jetzt ändern, sondern mit Scham festzustellen, dass wir uns jetzt erst auf den Weg machen. Also vielleicht noch ein Zusatz. Also Scham ist wirklich der richtige Begriff, gerade bei dem Namensänderungsgesetz. Denn das Gesetz wurde in der Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland inhaltlich mehrfach geändert. Zum Beispiel im Zuge der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Die haben ja auch namensrechtliche Auswirkungen. Und da muss das Gesetz ja angeschaut worden sein. Und das Gesetz wurde also inhaltlich geändert, aber diese skandalöse Form wurde einfach stehen lassen. Also gerade dieses Gesetz ist deswegen auch so skandalös, weil es suggeriert, dass das Deutsche Reich noch existiert. Da steht eben drin, Personen, die sich im Deutschen Reich aufhalten und ihren Wohnsitz haben. Im Deutschen Reich, also das ist unglaublich. Und das ist die Rede von Reichsminister des Innern. Unterschrieben ist dieses Gesetz von Wilhelm Frick, der als Kriegsverbrecher in Nürnberg verurteilt wurde. Und also wie gesagt, obwohl das Gesetz inhaltlich mehrfach geändert wurde in der Bundesrepublik Deutschland, wurde vielleicht aus mangelnder Sensibilität, weil man es nicht für nötig hielt, es so nochmal neu zu verabschieden, ist angefasst. Und deswegen bin ich sehr froh, dass der Bundestag meine Anregung jetzt aufgenommen hat und das nochmal neu erlässt. Nochmal eine Frage von Anna Mertens zum Thema Toleranztunnel. Sie fragt, werden die Tunnel parallel oder zeitlich überlappend in den 10 Städten aufgebaut? Wie lange sollen sie jeweils dort stehen bleiben? Und soll es an den Orten auch zusätzliche Veranstaltungen geben? Ja, also geplant ist, dass die Tunnel 4 bis 6 Wochen vor Ort stehen. Die langfristige Planung ist erstens also 10 Tunnel, die durch Deutschland touren. Das muss man dann terminlich immer abstimmen, wo natürlich, und dann vor allem ist eben auch wichtig, dass eben parallel oder gleichzeitig Veranstaltungen mit stattfinden. In einem ganz großen, unglaublich großen Bereich der Kultur, wo man eben alle Gesellschaftsschichten ansprechen kann. Ich wollte noch dazu sagen, auch der DFB hat großes Interesse gezeigt. Herr Fritz Keller hat mit mir Kontakt aufgenommen und ich möchte gerne den DFB auch ganz inhaltlich mit einbinden, dass natürlich auch eine große Anzahl von Menschen, Fans und Amateurvereine, also es ist die Chance, das eben großflächig sozusagen bekannt zu machen. Ich darf noch etwas hinzufügen, was mich eben sehr beschäftigt. Es wird mit wirklich großen Beiträgen, Überschriften von mir sehr geschätzten Persönlichkeiten, immer wieder die Erinnerung und dass wir was daraus lernen müssen, dass wir nach vorne gehen müssen, das aufarbeiten müssen, gesprochen. Hat mich immer sehr bewegt. Gleichzeitig hat mich die Frage umgetrieben, ja, man müsste doch und sollte doch, wenn konjunktiver im Sprachgebrauch sich dominant festgesetzt haben, habe ich mir gesagt, ja, dann machen wir doch was. Dann machen wir ganz konkret. Wir haben eine Erinnerungskultur in Deutschland, die ist einmalig. Es gibt kein Land auf diesem Planeten, das so eine intensive Erinnerungskultur hat. Über die Stolpersteine, über Museen, über Gedenktafeln und. Also ein ganz breit, jedes Dorf quasi hat schon eine Erinnerungskultur mit aufgebaut. Dann ist die Frage, warum passiert nichts? Warum ist Antisemitismus wieder da oder immer noch da oder wird stärker? Warum werde ich bedroht? Warum wird Herr Lind bedroht? Warum wird Herr Klein bedroht? Und andere, warum müssen wir geschützt werden? Da ist für mich genau die Frage gewesen des Handelns. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich sehe eine Chance drin. Achso, hallo. Nur ein Bemerkung, aber das sage ich jetzt, weil ich bin Mitglied des Innenausschusses, aber eben auch des Kulturausschusses. Und so ein Projekt ist ja auch schon eine Provokation heutzutage. Und das sagt auch viel darum. Also wir haben ja, das wurde ja eben von Matthias Kelly sehr gut beschrieben, eine vielleicht unvergleichbare Form des Erinnerns. Aber es gibt auch Grund, dass es diese gibt. Also Deutschland hat auch dringenden Anlass, das zu tun. Manchmal gibt es die Variante, immer so, also so stolz auf das Erinnern zu sein.
Also es ist eine ganz absurde Bemerkung. Also man hat die schlimmsten Schrecken zu verantworten, die Verantwortung tragen wir, auch buchstäblich in der Rechtsnachfolge des NS-Staates, aber auch ethisch, moralisch. Und dann so einen Stolz zu entwickeln, wie toll wir aufzuarbeiten, ist irritierend. Ich glaube, das ist eben nicht der Gedanke, der dieses Projekt trägt, sondern da sich darauf auszuruhen. Und zum anderen erleben wir buchstäblich, auch im Kulturausschuss gerade zum Beispiel, einen Angriff auf Form der Erinnerungskultur, Stichwort Schuldkult und Ähnliches. Und auch deswegen, weil wir in dieser Debatte uns bewegen, ist so eine Entscheidung nicht als elitäres Projekt in Anführungszeichen, was auch gar nicht schlimm wäre, aber ein solches, das sich an sehr viele wendet, das Stichwort DFB wirklich einen ganz breiten Adressaten hat, dem entgegenzuarbeiten, diesen Versuchen mit jeder Form von Erinnerungskultur zu brechen und so ein ungetrübtes deutsches Nationalbewusstsein zu forcieren. Bitte? Tobias Bott, ich bin freier Journalist. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Gibt es Bildmaterial und wenn ja, wo? Gibt es wie? Bilder von dem Tunnel. Na, wir haben ja eine Website, toleranz-tunnel.de. Da sind sehr viele Bilder natürlich aus Mexiko, weil wir ja noch gar keine Tunnel gebaut haben. Aber wirklich, glaube ich, eine ganz intensive Darstellung des Projektes, auch in den weiteren Erläuterungen. Wir haben uns unglaublich viel wunderbare Mühe gegeben und mit unglaublich vielen Stunden Gespräche und mit vielen, vielen Menschen dieses Konzept entwickelt. Also da ist das ganze Projekt ganz, ganz ausführlich dargestellt. Und dann Frau Buscher nochmal. Das ist nur noch mal eine kurze Frage zum Stichwort Namensänderungsgesetz. Wenn Sie sagen, es sind noch viele andere Gesetze, können Sie das beziffern? Wie viele Gesetze sind es denn noch, die in der, wie Sie es formuliert haben, skandalösen Form sind? Also nach meinen Recherchen, die wir angestellt haben, sind es noch 28, also insgesamt mit dem Namensänderungsgesetz sind es 29, dann noch 28, wo es die kompletten Gesetze sind. Es gibt darüber hinaus einige Paragraphen sozusagen in anderen Gesetzen, die dann in der NS-Zeit auch mit antisemitischer Motivation erlassen wurden. Also die sind damit noch gar nicht mitgerechnet. Also das, aber also da komplette Gesetze, dann noch 28. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Klein, Herrn Kellig, Herrn Lindt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.